Willkommen zu einer neuen Folge des Super Mario Odyssey. Und wie ich gesagt habe, wir treffen uns an der Odyssey wieder. Ja, genau, ihr seht, ich habe das geile Wanderer-Outfit. Da ist wieder der Tiptoad. Zwei Eichhörnchen. Okay, aber ich wollte eigentlich was anderes. Und zwar wollte ich wieder Onkel Amiibo ansprechen. Genau, Onkel Amiibo, du bist gemeint. Hey, ich habe auf dich gewartet. Okay. Ja, Forstland. Sei vorsichtig da draußen. Er hat nämlich nichts aufgedeckt. Aber das, was ich eigentlich wollte, ist was anderes. Ja, ich besitze eine Amiibo. Genau, du hast denselben Text wie immer. Aber wir wollen einen neuen Amiibo ausprobieren. Und zwar den zweiten aus dieser Dreier-Kollektion von den, ja, Mario Odyssey Amiibos. Es handelt sich dabei um Bowser im Bräutigam-Outfit. Da ist er. Mal sehen, dieses Amiibo ist... Genau, das ist Bowser, Bräutigam. Alles klar, ich schicke ihn jetzt mal... Ich schicke Bowser mal los. Nun gut, etwa 5 Minuten. Ja, ich weiß, du kannst... Wir können jederzeit ein Amiibo einsetzen und kriegen dafür ein extra... Jüngchen. Da kommt eine Überraschung. Ein Geschenk. Ja. Klar, ziehen wir uns um. Ich bin mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Okay. Es sieht schick an uns aus. Gut. Gucken wir uns mal eben ein bisschen genauer an. Das ist dieses schicke Kostüm. Wir könnten glatt Bowser Jr. sein. Findet ihr nicht auch? Also ich finde das schon, hat schon irgendwo was. Irgendwie was Verrücktes. Okay, können wir ihn kaputt machen? Nein. Auch nicht. Nun gut, aber wir wollten ja mit der Odyssey... Ach ja, erstmal, ne, zwei da hinzufügen. Genau. Mit der N64... in ein anderes Land fahren. Welt 3 ruft. 4? Welt 4 ruft. Das Seeland. Abflug. Nee, ist halt Seeland. In diesem Blumenarrangement stecken so viel Herzblut, wir müssen Bowser üble Machenschaften beenden. Ja, war ja klar. Wo wir gerade da ein bisschen Zeit haben. Oh nee, Drehwurf. Aber Puddings, wie ihr seht, wir haben da auch jetzt eine Blume in der Mitte. Interessant, ne? Okay, gut. Nächster Stopp, Seeland. Schnicksenkleid. Okay, sieht irgendwie komisch aus. Brodels über dem See. Oh Gott, guckt euch die an. Ja, was erwartet ihr? Oh, guckt euch mal diese kleinen, niedlichen Krabben an. Oh, da hüpft eine Stange Geld, da hüpft eine Stange Geld, da hüpft eine Stange Geld. Was bist du? Ach, die sind hier rosa. Am Seeufer, ja. Und wahrscheinlich sind das Tränen, ne? Okay, keine Ahnung. Noch 8 Stück brauchen wir. 8 von diesen rosanen und dann könnten wir gucken, wie wir in die nächste Welt eröffnen. Das wollen wir uns doch natürlich nicht zweimal sagen lassen, aber was ist mit dir hier los? Oh, guckt euch die mal an.
Wie cool sind die denn aus? Unerhört, die Handlanger des Dings hier sind völlig ungebiet auf. Ja, was erwartet ihr? Ja, ein Schnicksenkleid. Seid ihr Schneenixen? Na, oh, ja, wir haben den Text schon verstanden. Nun gut. Gucken wir mal, was sie so Tolles machen können. Okay. Können wir irgendwas Tolles mit dir machen? Direkt hinter dir geht's zum Aquagrund. Da ist nur eine komische Statue. Ach, du bist ein Reißverschluss. Das war ein Reißverschluss. Okay, ich hab's verstanden. Niu. Niu. Gib vor den Stacheln Acht. Oh Gott, das ist nicht mehr so, wie früher das Schwimmen war. Es ist, wie soll man sagen, eher so, wie das Fliegen in manchen Spielen ist. Man muss, so, je öfter man drückt, so höher schwimmen. Mann. Das haben sie geändert. Und zwar richtig. Okay, und Wasserlevel sind sowieso immer so. Hey, was bist du denn für eine? Kann ich dich übernehmen? Nein, natürlich nicht. Seegras. Kann ich dich übernehmen? Cheep, cheep. Ja, ich kann Cheep Cheep übernehmen. Unterwassereingang. Sieht das nicht cool aus? Es sieht doch einfach nur geil aus. So, was bist du? Fische müssen nicht auftauchen, um Luft zu sterben. Na, überhaupt nicht. Also. Hey! Aus dem Weg, bitte. Hoppe, hoppe, Dori. Ich feiere das. Kann ich da irgendwie runter? Huch, Entschuldigung. Ja, ich würde es auch gerne wissen. Frage so, wie kriegen wir den weg? Brauchen wir dafür eine extra Fähigkeit? Oh, 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 das war dumm. Nein, falsche Richtung. Ja. Gucken wir mal. Viel interessanter ist es doch eigentlich. Nein! Auch den Cheep Cheep. So, Cheep Cheep. Da ist eine. Wie heißen diese Teile? Ach, halt so ein kleines Teil. So, einer fehlt noch. Den habe ich auch irgendwo schon gesehen. Irgendwo. Da ist der Laden. Muss doch hier noch sein. Wo ist denn der? Hat einer von euch den gesehen? Falsche Richtung. Ja, yeah, haben wir nochmal einen Mond. Cheep Cheep Wechsel. Hallo Cheep Cheep. Wieso doch selber so ein Cheep Cheep? Mit, aber nur mit Schnäuze. Okay, was ist da? Eine Blume, okay. Das ist nicht das, was wir eigentlich wollten. Die suchen immer noch den einen Mond. Oder diese Mondscherbe, oder? Okay, da oben sind die. Aber irgendwo muss doch dieser letzte sein. Wir tauchen mal ab.
Und hops. Irgendwo ist er doch. Dieser kann ja nur irgendwo unter Wasser sein. Können wir was kaputt machen? Da ist er. Da ist schon wieder so Ekelseegras dazwischen, ey. Ja, genau, dich wollen wir haben. So, wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Was sagt sie mal Verschwender? Haben die Angst vor Fische oder was? Mundstücke im See. Ist dieses Ungeheuer noch da draußen? Nein, ist es nicht, aber... Es wird auch nicht besser da draußen. Hallo. Oh, vielleicht gibt es ja noch sowas wie Trick 17. Wo führst du hin? Ah, hallo. Wohnst du hier? Nimm dies als Belohnung. Klar. Hallo, ich bin versteckt. Nimm das. Guck mal, da ist auch noch was. Münzen über alles. Vielleicht kommen wir auch so hoch, also... Hey, jetzt schon wieder Katzenpeach. Ich weiß, Katzenpeach. Wofür ist das? Achso, okay, das ist für die nächste. Was möchtest du uns erzählen? Okay. Ja, das ist klar, dass wir nicht aussehen wie... Okay, okay. Warte mal, vielleicht können wir hier mit der reden. Oh. Ja, was zu erwarten war. Was möchtest du uns erzählen? Achso, okay. Dir fehlt das Kleid. Mir fehlt es auch. Sitzen wir alle in einem Boot. Mal gucken wir mal, was die hier so anzubieten. Oh, guck, die gucken auch schon so traurig. Ja, ich möchte gerne... Was bist du? Der Quietschedori, der ist geil. Okay, holen wir uns erstmal den Badereifen. Ja. Natürlich wollen wir das jetzt anziehen. Auch wenn wir schon am Anfang des Parts uns schon für den Amiibo-Outfit entschieden haben. Aber wir tun es jetzt einfach mal, weil wir natürlich dieses Mündchen brauchen. Haben wir noch Geld über? Nein, schade. Wir brauchen noch 4 weitere. Aber die kriegen wir auch noch im Laufe des Dings. Sieht das hier wie lustig aus? Okay, gut. Laufen wir mal weiter. Jetzt ist mal die Frage... Er ist der Schnorchel. Er ist der Schnorchel. So, können wir uns... Kann er sich irgendwie dran festhangen? Das reicht mir. Das reicht mir. Gut, jetzt gucken wir mal, was dahinter ist. Hallo. Wir sind auf jeden Badetyp gekleidet. Ja klar, los, rein da. Mal sehen, was passiert. Nein. Und nun? Ich weiß nicht, was ich da zu tun haben soll. Irgendwas kann man hier machen. Hm. Das Teil leuchtet. Fragst du, was können wir daran machen, dass es, ja. Ich weiß es noch nicht. Ja, ein schöner Aufenthalt.
wünsche ich mir auch. Okay. Jetzt eigentlich eine andere wichtige Frage. Haben wir hier schon geguckt? Ja. Warum ist Gold? Und zwar richtig viel. Ich habe auch so eine leise Ahnung, wie wir da hinkommen. So. Ja. Kommt zu Papi, Schappi. Ich glaube, wir müssen dafür einen Fisch sein. Jupp, ich denke mal auch, dass wir da irgendwas brauchen, womit wir länger atmen können. Komm, mach schneller, 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 schneller. Du hast sogar so ein Schwimmerteil an. Idee. Wir holen uns jetzt erstmal hier so ein Gumba, hätte ich beinahe gesagt. Das ist heftig, ne? Ich wäre nicht so kackendreist. Und einfach mal so irgendwo hingehen und ein Kleid klauen. Gut, also runter. Hüpf, hüpf, hüpf. Abgrund, Eingang, runter. Und dann geht's ab. Ach. Cappy, du bist wirklich ein Blitzgenie. Mal sehen, was uns da unten erwartet. Ich hoffe, nichts Böses. Ernsthaft. Der Junge ist auch überall, ne? Hallo, Captain Toad. Mario, wie schön, dich hier zu treffen. Ich bin's, Captain Toad. Und suche nach Power Moon. Ja, Captain Toad. Wie bist du bloß dahin gekommen? Nun gut, wir gehen da mal rein. Ist jetzt nicht sein Ernst. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich habe einfach diese Röhre benutzt. Okay, vielleicht entdecken wir hier noch irgendwas anderes Interessantes, was uns noch so ein bisschen anreizt, weiterzumachen. Also im Sinne von weiter an diesem Ort zu bleiben hier. Wir brauchen, eigentlich müssen wir nur noch 2 Mone finden. Das ist schon heftig. Irgendwie kamen wir doch hier wieder nach oben. Ach ja, hier wahrscheinlich. So, das haben wir auch alles. Gut, also wir paddeln hier rum wie die Irren. Das ist so in der Mitte. Und dann kommt man da so hoch. Reden wir erstmal mit der hier. Was hat die denn uns zu erzählen? Okay, also wir sollen da irgendwie hin, dass wir da irgendwie raufkommen. Und du bist einfach nur da und tust nichts. Schon verstanden. Schon verstanden. Oh. Okay. Aktivieren wir mal den Fahrstuhl. Ich weiß. Sehr, sehr, sehr vorbildlich. Dann, hoch da. Ich sagte, hoch. Okay, was machst du? Ah, okay, du bist sowas wie so ein... Falls man es verkackt. Schon verstanden. Ich möchte den Reißverschluss aktivieren. Ja, geht doch. Zack, zack, zack. Willkommen bei Yoshi's Woolly World. Da war das auch irgendwie so. Das ist so von der Optik her. Komm, 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 komm. Das schaffst du doch nicht.
So, jetzt haben wir es aber geschafft. Eben war das noch ein bisschen... ja, verwirrend. So, jetzt haben wir wieder 15. Es gibt hier nur noch 20 von diesen Schuppen, Flechten, Dingen. Okay, wie man das auch nennen möchte, ne? Okay, da oben ist nichts. Gut, 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 gut. Aber Fussies. Es ist jetzt nicht wahr, dass er da loslässt. Hat er jetzt nicht losgelassen, oder? Ach, Mario. Hätten wir dich nicht, wen hätten wir denn da? Ich glaube, einen anderen. Okay, da geht's auf jeden Fall sehr weit runter. Kann man den Fuß jetzt irgendwie was anhören? Oh, das war knapp. Ich glaube, ich will da mal lang und gucken. Nein, ich will da lang. Ja, ja, ich glaube, ich habe mich entschieden, da lang zu gehen. Okay, doch nicht. Ich habe mich doch entschieden, auf der anderen Seite lang zu gehen. Yep, das habe ich eben gerade wirklich. Okay, und während ich hier noch so hänge, hoffe ich, der Part hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder genau an dieser Stelle hier und genießen dieses lachende Grinsen der Fussis. Bis dann.